Komm rein. Grüß dich, Christoph. Bist du sicher, dass ich niemand verfolgt habe? Keine Sorge. Gleich von zu Hause habe ich meine Spur verwischt und so viele Umwege gemacht, dass ich mir eine ganze Abteilung der Spionageabwehr vom Halse geschafft hätte. Komm hier rüber, wir gehen gleich in den Keller. Ich will dir meine Sammlung von Impressionisten zeigen. Vorsicht, Kopf runter. So, ein kleines Geheimdepot, das ich mir selbst gebastelt habe. Doppelter Boden im Heizöltank. Geh nicht zu dicht dran, du machst dich dreckig. Komm, fass den Koffer nochmal wieder. Alter, hier auf die Werkbank. Himmel, ist der schwer. So. Feuerfest. Eine 11 mm dicke Panzerung. Leer wiegt er 8 Kilo. Voll wiegt er 9 Millionen. Jetzt kannst du mal staunen. Na, ist sie nicht schön? Die französische Malerei. Und ob? Lauter Meisterwerke. Dazu noch amerikanische. Mir tun fast die Augen weh. Als ob man direkt in die Sonne blickt. Also das macht... Das macht 9000 Riesen. Selbst in drei Teile geteilt bleibt genug, um sorglos in die Zukunft zu schauen. Das kann man wohl sagen. Halb in Franc, halb in Dollar. Wie verarbeitet. Die sind wirklich in Ordnung. Sie hatten versprochen, 2 Monate nach der Lieferung. Sie haben sich nicht um einen Tag verspätet. Wie ist das abgelaufen? Ein Anruf, vorgestern, so mit aller Vorsicht. Und eine Stunde danach ein Kerl, der an meiner Tür geläutet hat, mit einer Schnauze zum Fürchten und einer Sporttasche in der Hand. Mhm. Bis ich die Haufen gezählt hatte, haben wir alles in allem keine 5 Worte gewechselt. Aber das war nicht der, der dir den Auftrag überbracht hat? Natürlich nicht, das ist abgeschottet. Ich sehe immer nur den Mann, der den Mann gesehen hat, der den Mann gesehen hat, der den Mann gesehen hat, der den Chef gesehen hat. Ja, ja, und wenn es soweit ist, führt nur dieser Chef alles aus. Ja, das ist gut möglich. Ich will dir was sagen, Pascal. Je weniger man weiß, desto länger lebt man. Ja, das stimmt. Lösegeldforderungen, steinreiche Sammler, die zu allem bereit sind. Mafia, internationaler Terrorismus. Ich will's nicht wissen. Die Person des stillen Teilhabers ist eine explosive Rakete. Ich bin nicht wild drauf, mit dem Finger auf den Zünder zu drücken. Du hast recht. So, lass uns deinen Anteil abziehen. Nein, Chris. Nicht heute. Wieso nicht heute? Weißt du, ich warte lieber noch ein bisschen. Warum? Ich habe einen guten Grund. Ich erkläre es dir nachher. Aha. Dann soll ich also wieder zumachen? Ja. Wie du willst. Immerhin 9 Millionen. Ich hätte nicht geglaubt, dass die so wenig Platz einnehmen. Ja, man stellt sich das Paradies immer wie einen riesigen Weltraum vor. Man täuscht sich gewaltig. Das Paradies ist ein klitzekleines Gärtchen, verborgen hinter einem klitzekleinen Wölkchen. Sicher der Grund, weshalb dort nicht viele Leute reingehen. Vielleicht, komm, fass noch mal weiter. Fein ausgeklügelt, dein System. Wieder einmal geschlossen, kann niemand es knacken. Tja, geschützt vor Feuersbrunst, vor Einbrechern und vor Hausdurchsuchungen. Du hast die Erdbeben vergessen. Man kann nicht an alles denken. Ich frage mich gerade... Was Gescheites? Nein, nein, nicht unbedingt, aber naja, weißt du, wenn wir die Gemälde selbst verkauft hätten, kannst du dir die Moneten vorstellen? Das wären keine 9 Millionen, das wäre 3-mal so viel. Nicht 3-mal, 10-mal so viel. Ach. Aber im Traum. Die Bilder sind unverkäuflich, weil sie in der ganzen Welt bekannt sind. Komm, wir gehen darauf. Glaube mir, Pascal, jedem sein Spezialgebiet. Augen größer als der Magen ist eine böse Krankheit. Es hat sogar Fälle gegeben, wo sie tödlich war. Hier ist es besser. Es war eiskalt im Keller. Weil ich dort frisches Geld gelagert habe. Also, was für einen Grund hast du, dass du deinen Anteil nicht heute kassieren willst? Ich möchte lieber, dass er noch nächste Woche bei dir in Sicherheit bleibt. Und warum?
Du wirst sowieso losbrüllen. Also bringen wir es hinter uns. Ich will Mark rausholen. Das ist deine Sache. Du schreist nicht? Ich habe gesagt, das ist deine Sache. Aha. Kenne dich gut. Wenn du nicht laut wirst, heißt das, du bist noch giftiger als sonst. Nicht giftig. Ganz einfach nicht betroffen. Chris, spiel dich nicht wie ein Scheißkerl auf. Ich meine es ernst. Ich auch. Ernster geht's nicht. Er soll in 8 Tagen vor dem Gericht in Nancy erscheinen. Als Zeuge wegen einer uralten Geschichte. Er wird am Vorabend rübergeschafft. Ich habe alle Tipps für die Umstände seiner Reise. Ich weiß, wie ein Überraschungsangriff gelingen kann. Ich kann ihm zur Flucht verhelfen. Tu's. Mit dir oder ohne dich. Ich bin entschlossen, den Coup zu riskieren. Ohne mich. Ich hab's schon gesagt. Mark ist mein Freund, Christoph. Seit 10 Jahren. Er und ich, wir sind wie Brüder. Mehr noch als 2 Brüder, weil wir freiwillig zusammen sind. Ich will diese Gelegenheit, ihn aus dem Knast zu holen, nicht verpassen. Und, weißt du, ganz allein fühle ich mich nicht stark genug dazu. Verstehen wir uns recht, Pascal. Wenn du versuchen willst, mir ein schlechtes Gewissen einzureden, gelingt dir das nicht. Christoph. Eure Freundschaft, das ist eure Sache, Marx und deine. Ich halte mich an die Abmachung, die wir getroffen haben, und die wird respektiert. Seitdem er sich reingeritten hat, habe ich mit den Ausgaben niemals geknausert. Seine 3 Anwälte sind wahre Heldentenöre. Seine wöchentlichen Päckchen erinnern an Weihnachtsfestessen. Seine monatliche Überweisung an das Gehalt eines Polizeikommissars. Und seine Holde wird wie die Geliebte eines Chirurgen ausgehalten. Das geht von seinem Anteil ab. Vorschuss auf seinen Anteil. Feiner Unterschied. Seit 2 Monaten strecke ich dieses Geld aus meiner eigenen Tasche vor. Und ich warte, dass es zurückgezahlt wird. Gut, ich vergesse das nicht. Aber ich vergesse auch nicht, dass du nur so großzügig bist, weil ich es nicht sein kann. Du tust es ja auch für mich. Ich tue es, weil es abgemacht ist und damit punktum. Erinnere dich, wir haben diese Frage gleich zu Anfang geregelt. Wenn einer von uns dreien geschnappt würde, hat er versprochen zu schweigen. Als Gegenleistung konnte er mit der Unterstützung der anderen rechnen. Stimmt's oder nicht? Stimmt. Hinzu kommt, dass es Marks eigene Schuld war, wenn er eingelocht wurde. Er hätte diesen Blödsinn nicht machen sollen. Immerhin war es dieser Blödsinn, durch den du und ich dem Bullen entkommen sind. Jeder mit 2 Monets und 2 Renoirs unter. Nein, Pascal. Wenn er nicht durchgedreht hätte, wären wir alle 3 davon gekommen. Den Fluchtplan hatten wir wie alles andere 15 Mal durchgekaut, nicht ein einziges Mal weniger. Beim Auslösen des Alarmsystems hatten wir 90 Sekunden Zeit. 40 Sekunden, um die Bilder abzuhängen, 35 Sekunden, um wieder auf die Straße zu gelangen, 10 Sekunden, um zum Wagen zu laufen und 5, um zu starten. An diesen 90 Sekunden musste man sich festklammern. Selbst wenn man das ganze Bullenpack des Viertels hätte anrollen hören, das war ein Muss. Und es klappte. Es klappte bis auf die Tatsache, dass dein Kumpel in Panik geriet. Du hast kein Recht, so zu reden. Versteh mich. Ich gebe ihm keine Schuld, weil er Angst gehabt hat. Im Gegenteil. Er ist ein großes Risiko eingegangen, dass er uns entgegengekommen ist. Er ist treu und mutig gewesen. Aber dämlich. Durch seine Kehrtwendung ist die Karre in die falsche Richtung gestartet und den Bullen in die Klauen gefallen. Ein guter Steuermann ist einer, der, wenn man auch schreit, 2 Mann über Bord um keinen Preis das Steuer loslässt. Gut. Und denk bloß mal an den Museumsplan, den er bei sich hatte, wo die gestohlenen Bilder mit Rotstift angekreuzt waren, das Beweisstück Nummer 1. Dabei hatten wir doch alles auswendig gelernt. Das kommt doch schon geistiger Umnachtung nahe. Zugegeben! Um zu einem Ende zu kommen, lass mich dich gerade herausfragen, wenn du entschlossen bist, Mark freizukriegen. Wo liegt da dein eigener Vorteil? In Beantwortung deiner Frage werde ich dir jetzt meinerseits eine stellen. Wo liegt dein Vorteil bei all dem, was wir für ihn tun? Was gewinnst du, wenn du ihm seit 2 Monaten die teuersten Anwälte von Paris bezahlst, ihm jede Woche Päckchen schickst, dass man glauben könnte, er hätte Geburtstag, wenn du auf Sylvie aufpasst, wie auf deine Schwester oder deine Tochter? Was bringt dir das ein? Nichts. Das sagst du, nicht ich. Ich achte nur das gegebene Versprechen. Oh nein, du gehst darüber hinaus und das weißt du auch. Das gegebene Wort verpflichtet uns nur, Marks Anteil zu verwahren und für seine Verteidigung zu sorgen. Worauf willst du hinaus? Alles, was du zusätzlich gibst, tust du aus Vergnügen am Geben, aus Kameradschaft. Es ist doch keine Schande, Chris. Also bemühe dich nicht so, dich schlechter zu machen, als du bist. Im Grunde sind wir einer Meinung. Spielt sich ja auf wie ein Rohling. Aber es ist doch nicht deine Art, einem früheren Waffenbruder Hilfe zu verweigern. Du bist ein harter Bursche, aber kein Schweinehund.
Nun? Das scheint offenbar gut zu klappen. Vorsicht, stell dich nicht ans Fenster. Er ist noch dicht beim Haus und kann dich sehen, wenn er auf die Idee kommt, sich umzudrehen. Hast du alles gehört? Alles, was ihr in diesem Zimmer geredet habt. Im Keller haben wir nur über Geld gesprochen. Hat er sich einen Teil seines Drittels auszahlen lassen? Nicht einmal das. Er will lieber alles bei einer einzigen Reise mitnehmen. Eine Reise, die seine letzte sein wird. Außerdem hat er nur einen Gedanken im Kopf, und zwar die Flucht von Mark. Du hast dich tadellos verhalten. Ganz natürlich bist du vom Nein zum Ja übergewechselt. Das war leicht. Dein Gegner wundert sich nie, wenn man ihm schließlich nachgibt. Die Leute sind zu sehr davon überzeugt, dass sie immer recht haben. Du bist ein prima Schauspieler. Ich frage mich nur, ob ich dir noch glauben kann, wenn du irgendwas behauptest. Ich liebe dich. Siehst du? Ich fange schon an zu zweifeln. Ich bin verrückt nach dir. Umarme mich, damit ich auch überzeugt bin. In der Hinsicht hast du nicht gelogen, Christoph. Ich liebe dich auch. Möglich? Wieso möglich? Sowas kann des Öfteren auch nur eine Einbahnstraße sein. Was meinst du damit? Ziemlich schmeichelhaft, wenn du mich so unsicher ansiehst. Ich meine, ich hänge an dir, aber ich werde dich hemmungsloser lieben, wenn diese Geschichte erst vorbei ist. Hast du kein Vertrauen? Gegen Vertrauen bin ich allergisch. Als ich mich das letzte Mal darauf verlassen habe, war ich 6 Jahre alt. Es war der 24. Dezember. Ich war heimlich aufgestanden und habe meine Mutter gesehen, wie sie das Spielzeug unter den Weihnachtsbaum gelegt hat. Schönen Dank. Trotzdem. Also kann sich deiner Ansicht nach ein Mann nicht auf eine Frau verlassen, die aus Liebe zu ihm bereit ist, bis zum Mord zu gehen. Ein Mann, der 9 Millionen einstreicht. Warum musst du beleidigend werden? Zu Anfang, als ich mich in dich verliebte, hast du nur Schulden gehabt. Ich weiß. Das ändert nichts daran, dass ich jetzt 46 Jahre alt bin, dass ich aus dem Knast einen Kerl rausholen werde, der 28 Jahre ist und der dein Liebhaber war. Christoph, habe ich dir nicht genug bewiesen, dass ich zu allem entschlossen bin, um mein Leben mit dir zu verbringen? Mark ist mein Liebhaber gewesen, stimmt, andere waren es vorher auch. Aber ich habe die ganze Zeit nur auf dich gewartet. Er ist 28 Jahre, ja. Du bist 46 und ich bin beinahe 37. Meine Zukunft bist du. Ich hab's jedenfalls geglaubt. Ich dachte, daran gibt's nichts mehr zu zweifeln. Ich geb dir alles und du hast Bedenken. Du... Halt mich fest, Christoph. Warum bist du so streitsüchtig? Weil das Leben mies ist, kleines Mädchen. Und weil man genauso mies sein muss, damit man nicht an die Wand gedrückt wird. Aber sei nicht traurig. Es wird schon alles gut gehen. Wenn die Gefahr vorbei ist, bin ich auch ein anderer Mensch. Wenn es so gefährlich ist, warum fliehen wir denn nicht mit dem Geld? Das wäre das Gefährlichste. Wenn Pascal sieht, dass er aufs Kreuz gelegt wurde, alarmiert er Mark und sie würden mich beide anzeigen. Ich will nicht den Rest meines Lebens mit einem internationalen Haftbefehl verbringen, der an allen Zügen aushängt. Ein Milliardär auf der Flucht ist kein echter Milliardär. Zusätzlich zu dem Monetenpaket will ich die Straffreiheit. Bist du sicher, dass Pascal keinen Verdacht schöpft? Ich habe die Spur gründlich verwischt. Es müsste ihm schwerfallen, sie bis zu mir zurückzuverfolgen. Schließlich ist die Idee, Mark bei seiner Überführung rauszuholen von ihm. Er kann nicht ahnen, dass ich der eigentliche Drahtzieher bin. Der Mann, den du zu dieser Überführung veranlassen konntest, hat er dich nicht verraten? Oh, das sollte mich wundern. Ich schulde ihm 60.000 Francs. Ein Kerl, dem du so viel schuldest, hat allen Anlass, dir Gutes zu wünschen. Ja, und der andere? Und der andere, der verlangt, dass Mark aussagt, sitzt für ein gutes Dutzend Jahre im Zuchthaus von Toul. Er wird das Geheimnis nicht ausplaudern. Und wenn die Aktion daneben geht? Wenn die Aktion daneben geht, heißt das, ich habe etwas Unberechenbares übersehen. Das berühmte Ungewisse in unserem Sport. Aber ich habe alles durchs Mikroskop geprüft. Ich weiß genau, wie es ablaufen muss. Die Motorräder und die Uniformen sind schon parat. Seid ihr genug zu zweit? Mehr als zwei wären zu viel. Ich will niemanden in dieses Unternehmen reinziehen. Es ist eine Familienangelegenheit, ein Ausscheidungskampf im geschlossenen Ring. Übrigens, ist das der
kitzlige Punkt an dem ganzen Plan. Ich kann sie nicht einzeln aus dem Weg räumen. Das muss gleichzeitig passieren, wegen... Sprich deinen Satz ruhig zu Ende. Ich habe keine Angst vor Worten. Du meinst, alle beide müssen zur gleichen Stunde sterben, nicht wahr? Wegen der Autopsie. Wegen der Autopsie. Wir sind zwei schöne Schurken. Was, Christoph? Ja, mein Liebling. Bin ich dir auch nicht so widerlich? Nein, im Gegenteil. Ich finde dich sehr verführerisch. Und da ich Pascal erst heute Abend wieder sehe, habe ich den ganzen Nachmittag Zeit, um es dir zu beweisen. Da drüben ist die Dusche. Ich habe dir eine Zahnbürste mitgebracht und einen Elektrorasierer. Hier ist die Küche. Ich gehe nachher runter und hole im Supermarkt was zu futtern. Tja, Mark, es ist hier ein bisschen wie in einem Zeltlager. Ach. Aber ja nur für eine einzige Nacht. Krieg ist eben Krieg. Vor allem, wenn man gerade eine Schlacht gewonnen hat. Ja, ja. Morgen früh gehen wir zu Christoph. Du nimmst deine Moneten an dich und wir schieben dich über die Grenze. Ist das nicht zu riskant? Ich meine, mein Steckbrief hängt doch sicher überall aus. Ich weiß einen Schmuggler, der ein Hintertürchen in der Gegend von Mühlhausen kennt. Nachtflug per Helikopter. Es ist teuer, aber zuverlässig. Und der besorgt dir auch falsche Papiere. Und Sylvie? Sylvie geht mit dir. Ja? Aber komm nicht auf die Idee, dass du sie heute noch sehen willst. Auch nicht anrufen. Die Bullen überwachen sie garantiert. Ist das Versteck hier sicher? Es ist die Wohnung einer Freundin meiner Schwester, die 3 Wochen verreist ist. Sie hat ihren Schlüssel dagelassen, damit ihre Grünpflanzen begossen werden. Ach ja, apropos begießen. Ich darf nicht vergessen, eine Flasche Champagner mitzubringen. Aus Aberglauben habe ich mich nicht getraut, sie vorher zu kaufen. Ich will auf deine Befreiung trinken, mein Lieber. Du denkst an alles, Brüderchen, selbst ans Überflüssige. Das Überflüssige ist meist das Wichtige. Das ist ein Satz von Christoph, aber er hat recht. Was zählt wirklich im Leben eines Mannes? Wenn es mit ihm zu Ende geht und er einen Blick zurückwirft? Es ist nicht seine Krankenkassennummer, die ihm die Kehle zuschnürt. Auch nicht seine 300 Monate braver und treuer Dienste. Nein, es ist der Vorname einer Frau, ein altmodisches Chanson, eine Landschaft in Italien oder ein Sonntag am Meer. Ja, der Ärger ist nur, dass man diese Wahrheit erst erkennt, wenn man über 75 ist. Und nach 75 Jahren... kannst du Italien, die Frauen, die Sonntage nicht mehr mit dem gleichen Appetit genießen? Pascal, mir ist unbehaglich zumute bei guten Gefühlen. Ich habe nicht gelernt, Danke zu sagen in meinem verdammten Leben. Wahrscheinlich, weil ich nicht oft Gelegenheit dazu hatte. Dann sage nichts. Genieße einfach. Es ist zu früh zum Genießen. Ich stehe noch unter Schock. Später, da werde ich genießen. Ich habe den Eindruck, dass ich Wochen brauchen werde, bis ich es wieder für normal halte, eine Tür zu öffnen oder mich aus einem richtigen Fenster rauszulehnen. Und es ist so wunderbar, dass ich Sylvie wieder habe. Da drüben ist mir klar geworden, was sie für mich bedeutet. Ich sag dir etwas. Im Vertrauen. Ich hab geglaubt, die Hölle im Knast wird mir vor allem unterhalb der Gürtellinie brennen. Aber nein. Wenn ich an Sylvie dachte, da fehlte mir am meisten und danach war ich ganz verrückt vor Sehnsucht, dass ich ihre Hand in meiner hielt. Nur ihre Hand, komisch, was? Nein, nein, ich verstehe. Sylvie ist ein gutes Mädchen, weißt du? Ja.
Als ich in den Knast gesteckt wurde, habe ich gedacht, ich hätte sie verloren. Es war verkehrt von dir, dich zu grämen. Ja. Ich weiß, was ich euch verdanke. Dir und Chris. Dir vor allem. Das gibt's nicht oft, dass man einen Freund hat, einen echten, der einem die Stange hält, was auch passiert. Ich werde es mir hinter die Ohren schreiben, Pascal, bis ans Ende meiner Tage. Mark? Er kommt in 10 Minuten nach. Es ist klüger, wenn man uns nicht zusammen sieht. Das passt mir nicht, dass er zu spät dran ist. Ich habe nicht viel Zeit. Er wird schon nicht zu spät dran sein. Hoffentlich. Na siehst du, Christoph. Es hat geklappt. Ja, ja. Wir brauchen uns nur als Motorradfahrer der Gendarmerie zu verkleiden. Dass der Überfall gemeinsam mit dir wie geschmiert gehen würde, konnte ich sicher sein. Du warst schon immer gut als Organisator. Wenn ich richtig verstehe, ist das eine Anspielung. Da ist was dran. Dann sollten wir es nicht dabei belassen, Pascal. Zeig mir deine Hintergedanken. Führst du neuerdings deine Gespräche mit einer 1143er in der Faust? Ich wollte sie eben weglegen. Du bist gerade in dem Moment erschienen. Gut, dann leg sie weg. Nachher. Das eilt nicht. Wenn dem so ist, kann ich auch meine rausholen. Das würde nicht viel ändern. Man sieht ohnehin den Griff aus deiner offenen Jacke rausragen. Du führst also neuerdings deine Gespräche mit einer 9mm unter der linken Achsel. Ich habe vergessen, sie wegzulegen, bevor ich kam. Jetzt eilt es nicht. Also, Pascal, ich höre dir zu. Du hast die Feindseligkeiten eröffnet, also solltest du zuerst reden. Ich habe eine Überraschung für dich, Chris. Seit meinem letzten Besuch weiß ich, dass von uns beiden nicht ich der Halunke bin. Über 2 Wochen durchschaue ich dein Spiel ganz klar und ich handle danach. Verstehe ich nicht. Werd sie erklären. Im Gefängnis, du wirst es nicht vergessen haben, gehen die Gerüchte um. Und nicht nur von einer Zelle zur anderen, auch nicht nur von einem Trakt zum anderen. Von Toul bis Fresnes sind es über 300 Kilometer. Und doch hat das den Tratsch nicht verhindert. In welcher Beziehung? Der Kerl, den Mark von seinem Anwalt hat vorladen lassen, wurde bezahlt. Von dir. Als ich hier gekommen bin, um dich zu bitten, bei der Flucht mitzumachen, musst du dir heimlich ins Fäustchen gelacht haben. Denn du hast zuerst an diese Flucht gedacht und hast sie auch möglich gemacht. Du hättest dich wahrscheinlich etwas weniger amüsiert, wenn du dahinter gekommen wärst, dass ich längst Bescheid wusste. Du hast mich für eine Billardkugel gehalten. Dabei war ich es, der die Knöpfe vom Flipper gesteuert hat. Ach ja? Ich habe nicht lange gebraucht, um den Grund für diesen krummen Schwindel zu kapieren. Das ist die Krankheit, von der du neulich gesprochen hast. Die Augen größer als der Magen. Erinnerst du dich? Du hast sogar gesagt, dass sie in manchen Fällen tödlich sein könnte. Ich habe nicht genau gesagt, für wen. Du bist dir sicher, wie üblich, was? Du weißt alles, du siehst alles vorher, hast bei allem recht. Du musst dich nicht wundern, wenn die Leute, mit denen du umgehst, wild drauf sind, zu erleben, wie du auf die Schnauze fällst. Du jedenfalls wirst mich nicht zu Fall bringen. Nicht nötig, das tust du ganz allein. Denkst du? Jeder findet seinen Meister. Du bist im Begriff, einen Faktor zu übersehen, mein Guter. Einen Faktor, der ins Gewicht fällt. Ich bin nicht nur engagiert worden, um die Bilder zu klauen. Ich muss auch für die Verschwiegenheit meiner Mitstreiter gerade stehen. Und wir werden gleich damit anfangen. Ich ziele auf dich, du zielst auf mich. Es sieht so aus, als ob wir gleich ziehen. Wo du Überraschungen zu lieben scheinst, habe ich auch eine für dich. Erinnerst du dich, dass Sylvie unsere beiden Kanonen an sich genommen hat, als wir den Polizeifunk abgehört haben? Erinnerst du dich? Ja. Dann stell dir vor, eine von den beiden ist mit Platzpatronen geladen. Sylvie hat das besorgt. Ist dir klar, was das für eine Spannung gibt? Wir drücken beide auf den Abzug, Pascal. Und einer von uns riskiert
absolut nichts. So, das wäre das. Ich hätte mich fast in der Straße geirrt. In diesem Vorort sehen die Häuser alle gleich aus. Ist Chris da? Hier. Schau mal her. Aber was ist denn passiert? Ist der tot? Eine Kugel. Mitten ins Herz. 9 mm. Und du hast ihn erschossen? Du? Nein. Du warst es. Was? Ja, du. Du bist doch gerade geflohen. Du tauchst hier ganz selbstverständlich auf bei deinem Komplizen des Bilderdiebstahls. Du verlangst deinen Anteil an der Beute. Christoph sträubt sich zu zahlen. Ihr streitet euch und du schießt ihn nieder. Mit einer Pistole, die ich in meiner Tasche habe und die man in deiner finden wird. Während du das Geld suchst umsonst, hebt dein Opfer, das nur tödlich verletzt ist, seine eigene Automatik, diese hier, gegen dich und knallt dich ab, bevor er stirbt. Eine leichte Arbeit für den Untersuchungskommissar. Pascal! Bleib, wo du bist! Pascal, das ist doch ein Witz oder ein böser Traum. Das bist doch nicht du, der das sagt. Hübscher Kuh nicht. Erstens sack ich die gesamte Beute ein, zweitens schaffe ich mir die einzigen Zeugen des Geschäfts vom Hals. Ah, Reichtum und Sicherheit. Was hältst du von meinem Plan? Ich kann das nicht glauben. Pascal, das ist doch nicht wahr. Und das war der Grund, darum hast du mir zur Flucht verholfen? Darum? Nein, das ist nicht vorstellbar. Man kann nicht ein derartiger Mistkerl sein. Aber ja, man kann. Der Beweis. Aber ich bin... Ich war dein Freund. Eben. Wozu hat man Freunde, wenn sie einem zu nichts nützen? Nein, du bist nicht fähig, das zu tun. Du müsstest ja ein ausgemachtes Dreckstück sein, der Letzte aller Schurken. Der Letzte, der Letzte. Du bist vielleicht ein Optimist. Es werden nach mir noch mehr kommen. Die Gattung stirbt nicht aus. Sylvie weiß, dass ich hier bin. Sylvie. Sie ist oben. Sie wartet. Auf mich. Was? Stell dir vor, seit einiger Zeit sind wir beide, sie und ich, ein Team. Das lügst du doch. Nein, es ist die Wahrheit. Um ehrlich zu sein, wenn ich so sagen darf, muss ich sogar betonen, dass sie es war, die die Idee zu diesem Verfahren mit Zeitzündung gehabt hat. Sie? Aber ich begreife überhaupt nichts mehr. Ach so, es reicht dir nicht, dass du übers Ohr gehauen wurdest. Du willst auch noch begreifen. Na schön. Ich werde dir die Belehrung erteilen. In den ganzen letzten Jahren, mein lieber Mark, hast du ein glückliches Händchen gehabt und hattest dich zu sehr daran gewöhnt, deine Jugend, deine hübsche Visage, dein Glück im Spiel und in der Liebe, dazu verlässliche Freunde und Sylvie. Du hast mir deinen Glücksstern ständig vor der Nase tanzen lassen, hast mich neidisch gemacht, mein Freundchen. Ich wollte mal sehen, ob er so strahlend ist, der Stern, wie du immer behauptet hast. Ich probier's noch aus, weißt du? Rühr dich nicht! Sylvie? Sylvie und du, seitdem ich ausgerutscht bin, ihr habt mir diese abgefeimte Falle gestellt. Sogar schon ein bisschen vorher. Die erste Bananenschale, die wir dir unter die Sohlen geschoben haben, war am Tag vom Museumseinbruch. Der Saalplan, auf dem wir die Stellen der Bilder, die wir klauen sollten, mit einem Kreuz markiert hatten, den hab ich dir ins Handschuhfach deiner Karre gesteckt. Das hast du mit Absicht getan. Mies, was? Wahrhaftig. Man kann keinem Menschen mehr trauen. Schweinehund. Aber keine Sorge, du bist nicht der Einzige, der sich hat verladen lassen. Christoph auch. Und du wirst dich über das, was ihm passiert ist, trösten, wenn du erfährst, dass er uns heute Abend herbestellt hat, um uns alle beide abzuknallen. Sylvie hatte ihm dieselbe Idee wie mir in den Kopf gesetzt. Aber das hätte er nicht geschafft, glaub mir. Denn sie hatte ihm Platzpatronen in seine 11-43er geschoben. Ich selbst habe die Ladeschiene ausgewechselt.
Um mich besser zu schützen, hat sie ihm eingeredet, dass sie mit ihm gegen mich stehen würde. Und weil wir ihn brauchten, damit deine Flucht gelingen konnte. Großer Gott, wie kann man nur so ein Scheißkerl sein? Ich weiß nicht. Ich habe mich das nie gefragt. Pascal, schieß nicht. Nein! Pascal, nein! Kommen. Sind Sie tot? Ja. Ist das Geld da? In dem Metallkoffer. Warte, lass mich nachsehen, ob alles an Ort und Stelle liegt. Die Pistolen. Ja, das scheint hinzuhauen. Nein, fass die da nicht an. Ihre Lage ist ganz logisch. Aber die andere vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorn. Pascal? Was machst du? Bleib so gebückt, Pascal. Deine Stellung ist ganz logisch. Aber... Keine Bewegung. Schließlich, wenn man euch alle drei tot findet, ist die Inszenierung weitaus perfekter. Drei Schuldige, drei Leichen. Das nennt man einen abgeschlossenen Fall. Du bist verrückt, Sylvie. Du hast vorhin ironisch reagiert, als Mark dich beschimpfte, du wärst der Letzte aller Schurken. Du hast gesagt, es würden noch welche nach dir bleiben. Hattest recht. Du warst erst der Vorletzte. Sylvie. Wenn ich so überlege, ich kann dieses Geld ganz allein sehr gut verbrauchen. Sylvie, du wirst nicht schießen. Aber natürlich. Doch. Und ob? Lauter Meisterwerke. Dazu noch amerikanische. Mir tun fast die Augen weh. Als ob man direkt in die Sonne blickt. Also das macht... Das macht 9000 Riesen. Boah. Selbst in drei Teile geteilt bleibt genug, um sorglos in die Zukunft zu schauen. Das kann man wohl sagen. Halb in Franc, halb in Dollar. Wie verarbeitet. Die sind wirklich in Ordnung. Sie hatten versprochen, 2 Monate nach der Lieferung. Sie haben sich nicht um einen Tag verspätet. Wie ist das abgelaufen? Ein Anruf, vorgestern, so mit aller Vorsicht. Und eine Stunde danach ein Kerl, der an meiner Tür geläutet hat, mit einer Schnauze zum Fürchten und einer Sporttasche in der Hand. Mhm. Bis ich die Haufen gezählt hatte, haben wir alles in allem keine 5 Worte gewechselt. Aber das war nicht der dir den Auftrag überbracht hat? Natürlich nicht, das ist abgeschottet. Ich sehe immer nur den Mann, der den Mann gesehen hat, der den Mann gesehen hat, der den Mann gesehen hat, der den Chef gesehen hat. Ja, ja, und wenn es soweit ist, führt nur dieser Chef alles aus. Ja, das ist gut möglich. Ich will dir was sagen, Pascal. Je weniger man weiß, desto länger lebt man. Ja, das stimmt. Lösegeldforderungen, steinreiche Sammler, die zu allem bereit sind, Mafia, internationaler Terrorismus, ich will's nicht wissen. Die Person des stillen Teilhabers ist eine explosive Rakete. Ich bin nicht wild drauf, mit dem Finger auf den Zünder zu drücken. Du hast recht. So, lass uns deinen Anteil abziehen. Nein, Chris, nicht heute. Wieso nicht heute? Weißt du, ich warte lieber noch ein bisschen. Warum? Ich habe einen guten Grund. Ich erkläre es dir nachher. Aha. Dann soll ich also wieder zumachen? Ja. Wie du willst. Immerhin 9 Millionen. Ich hätte nicht geglaubt, dass die so wenig Platz einnehmen. Ja, man stellt sich das Paradies immer wie einen riesigen Weltraum vor. Man täuscht sich gewaltig. Das Paradies ist ein klitzekleines Gärtchen, verborgen hinter einem klitzekleinen Wölkchen. Sicher der Grund, weshalb dort nicht viele Leute reingehen. Vielleicht, komm, fass nochmal weiter. Fein ausgeklügelt, dein System. Wieder einmal geschlossen, kann niemand es knacken. Tja, geschützt vor Feuersbrunst, vor Einbrechern und vor Hausdurchsuchungen. Du hast die Erdbeben vergessen. Man kann nicht an alles denken. Ich frage mich gerade... Was Gescheites? Nein, nein, nicht unbedingt. Aber, naja, weißt du, wenn wir die Gemälde selbst verkauft hätten, kannst du dir die Moneten vorstellen? Das wären keine 9 Millionen, das wäre 3-mal so viel. Nicht 3-mal, 10-mal so viel. Ach. Aber im Traum.
Die Bilder sind unverkäuflich, weil sie in der ganzen Welt bekannt sind. Komm, wir gehen darauf. Fass den Koffer nochmal mit an. Hier auf die Werkbank. Himmel ist sehr schwer. So. Feuerfest. Eine 11 mm dicke Panzerung. Leer wiegt er 8 Kilo. Voll wiegt er 9 Millionen. Jetzt kannst du mal staunen. Na, ist sie nicht schön? Die französische Malerei. Und ob? Lauter Meisterwerke. Dazu noch amerikanische. Mir tun fast die Augen weh. Als ob man direkt in die Sonne blickt. Also das macht... Das macht 9000 Riesen. Selbst in drei Teile geteilt bleibt genug, um sorglos in die Zukunft zu schauen. Das kann man wohl sagen. Halb in Franc, halb in Dollar. Wie verarbeitet. Die sind wirklich in Ordnung. Sie hatten versprochen, 2 Monate nach der Lieferung. Sie haben sich nicht um einen Tag verspätet. Wie ist das abgelaufen? Ein Anruf, vorgestern, so mit aller Vorsicht. Und eine Stunde danach ein Kerl, der an meiner Tür geläutet hat, mit einer Schnauze zum Fürchten. Und einer Sporttasche in der Hand. Mhm. Bis ich die Haufen gezählt hatte, haben wir alles in allem keine 5 Worte gewechselt. Aber das war nicht der dir den Auftrag überbracht hat? Natürlich nicht, das ist abgeschottet. Ich sehe immer nur den Mann, der den Mann gesehen hat, der den Mann gesehen hat, der den Mann gesehen hat, der den Chef gesehen hat. Ja, ja, und wenn es soweit ist, führt nur dieser Chef alles aus. Ja, das ist gut möglich. Ich will dir was sagen, Pascal. Je weniger man weiß, desto länger lebt man. Ja, das stimmt. Lösegeldforderungen, steinreiche Sammler, die zu allem bereit sind, Mafia, internationaler Terrorismus, ich will's nicht wissen. Die Person des stillen Teilhabers ist eine explosive Rakete. Ich bin nicht wild drauf, mit dem Finger auf den Zünder zu drücken. Du hast recht. So, lass uns deinen Anteil abziehen. Nein, Chris, nicht heute. Wieso nicht heute? Weißt du, ich warte lieber noch ein bisschen. Warum? Ich habe einen guten Grund. Ich erkläre es dir nachher. Aha. Dann soll ich also wieder zumachen? Ja. Wie du willst. Immerhin 9 Millionen. Ich hätte nicht geglaubt, dass die so wenig Platz einnehmen. Ja, man stellt sich das Paradies immer wie einen riesigen Weltraum vor. Man täuscht sich gewaltig. Das Paradies ist ein klitzekleines Gärtchen, verborgen hinter einem klitzekleinen Wölkchen. Sicher der Grund, weshalb dort nicht viele Leute reingehen. Vielleicht, komm, fass nochmal weiter. Fein ausgeklügelt, dein System. Wieder einmal geschlossen, kann niemand es knacken. Tja, geschützt vor Feuersbrunst, vor Einbrechern und vor Hauben. Und Mark? Er kommt in 10 Minuten nach. Es ist klüger, wenn man uns nicht zusammen sieht. Das passt mir nicht, dass er zu spät dran ist. Ich habe nicht viel Zeit. Er wird schon nicht zu spät dran sein. Hoffentlich. Na siehst du, Christoph. Es hat geklappt. Ja, ja. Wir brauchen uns nur als Motorradfahrer der Gendarmerie zu verkleiden. Dass der Überfall gemeinsam mit dir wie geschmiert gehen würde, konnte ich sicher sein. Du warst schon immer gut als Organisator. Wenn ich richtig verstehe, ist das eine Anspielung. Da ist was dran. Dann sollten wir es nicht dabei belassen, Pascal. Zeig mir deine Hintergedanken. Führst du neuerdings deine Gespräche mit einer 1143er in der Faust? Ich wollte sie eben weglegen. Du bist gerade in dem Moment erschienen. Gut, dann leg sie weg. Nachher. Das eilt nicht. Wenn dem so ist, kann ich auch meine rausholen. Das würde nicht viel ändern. Man sieht ohnehin den Griff aus deiner offenen Jacke rausragen. Du führst also neuerdings deine Gespräche mit einer 9 mm unter der linken Achsel. Ich habe vergessen, sie wegzulegen, bevor ich kam. Jetzt eilt es nicht. Also, Pascal, ich höre dir zu. Du hast die Feindseligkeiten eröffnet, also solltest du zuerst reden. Ich habe eine Überraschung für dich, Chris. Seit meinem letzten Besuch weiß ich, dass von uns beiden nicht ich der Halunke bin. Über 2 Wochen durchschaue ich dein Spiel ganz klar und ich handle danach. Verstehe ich nicht. Werd's dir erklären. Im Gefängnis, du wirst es nicht vergessen haben, gehen die Gerüchte um.
Und nicht nur von einer Zelle zur anderen. Auch nicht nur von einem Trakt zum anderen. Von Toul bis Fresnes sind es über 300 Kilometer. Und doch hat das den Tratsch nicht verhindert. In welcher Beziehung? Der Kerl, den Mark von seinem Anwalt hat vorladen lassen, wurde bezahlt. Von dir. Als ich hier gekommen bin, um dich zu bitten, bei der Flucht mitzumachen, musst du dir heimlich ins Fäustchen gelacht haben. Denn du hast zuerst an diese Flucht gedacht und hast sie auch möglich gemacht. Du hättest dich wahrscheinlich etwas weniger amüsiert, wenn du dahinter gekommen wärst, dass ich längst Bescheid wusste. Du hast mich für eine Billardkugel gehalten. Dabei war ich es, der die Knöpfe vom Flipper gesteuert hat. Ach ja? Ich habe nicht lange gebraucht, um den Grund für diesen krummen Schwindel zu kapieren. Das ist die Krankheit, von der du neulich gesprochen hast. Die Augen größer als der Magen. Erinnerst du dich? Du hast sogar gesagt, dass sie in manchen Fällen tödlich sein könnte. Ich habe nicht genau gesagt, für wen. Du bist dir sicher, wie üblich, was? Du weißt alles, du siehst alles vorher, hast bei allem recht. Du musst dich nicht wundern, wenn die Leute, mit denen du umgehst, wild drauf sind, zu erleben, wie du... Der Mann, den du zu dieser Überführung veranlassen konntest, wird er dich nicht verraten? Oh, das sollte mich wundern. Ich schulde ihm 60.000 Francs. Ein Kerl, dem du so viel schuldest, hat allen Anlass, dir Gutes zu wünschen. Ja, und der andere? Und der andere, der verlangt, dass Mark aussagt, sitzt für ein gutes Dutzend Jahre im Zuchthaus von Toul. Er wird das Geheimnis nicht ausplaudern. Und wenn die Aktion daneben geht? Wenn die Aktion daneben geht, heißt das, ich habe etwas Unberechenbares übersehen. Das berühmte Ungewisse in unserem Sport. Aber ich habe alles durchs Mikroskop geprüft. Ich weiß genau, wie es ablaufen muss. Die Motorräder und die Uniformen sind schon parat. Seid ihr genug zu zweit? Mehr als zwei wären zu viel. Ich will niemanden in dieses Unternehmen reinziehen. Es ist eine Familienangelegenheit, ein Ausscheidungskampf im geschlossenen Ring. Übrigens ist das der kitzlige Punkt an dem ganzen Plan. Ich kann sie nicht einzeln aus dem Weg räumen. Das muss gleichzeitig passieren, wegen... Sprich deinen Satz ruhig zu Ende. Ich habe keine Angst vor Worten. Du meinst, alle beide müssen zur gleichen Stunde sterben, nicht wahr? Wegen der Autopsie. Wegen der Autopsie. Wir sind zwei schöne Schurken. Was, Christoph? Ja, mein Liebling. Bin ich dir auch nicht so widerlich? Nein, im Gegenteil. Ich finde dich sehr verführerisch. Und da ich Pascal erst heute Abend wiedersehe, habe ich den ganzen Nachmittag Zeit, um es dir zu beweisen. Da drüben ist die Dusche. Ich habe dir eine Zahnbürste mitgebracht und einen Elektrorasierer. Hier ist die Küche. Ich gehe nachher runter und hole im Supermarkt was zu futtern. Tja, Mark, es ist hier ein bisschen wie in einem Zeltlager. So. Das wäre das. Ich hätte mich fast in der Straße geirrt. In diesem Vorort sehen die Häuser alle gleich aus. Ist Chris da? Hier. Schau mal her. Aber
Was ist denn passiert? Ist der tot? Eine Kugel. Mitten ins Herz. 9 mm. Und du hast ihn erschossen? Du? Nein. Du warst es. Was? Ja, du. Du bist doch gerade geflohen. Du tauchst hier ganz selbstverständlich auf bei deinem Komplizen des Bilderdiebstahls. Du verlangst deinen Anteil an der Beute. Christoph sträubt sich zu zahlen. Ihr streitet euch und du schießt ihn nieder. Mit einer Pistole, die ich in meiner Tasche habe und die man in deiner finden wird. Während du das Geld suchst umsonst, hebt dein Opfer, das nur tödlich verletzt ist, seine eigene Automatik, diese hier, gegen dich und knallt dich ab, bevor er stirbt. Eine leichte Arbeit für den Untersuchungskommissar. Pascal! Bleib, wo du bist! Pascal, das ist doch ein Witz oder ein böser Traum. Das bist doch nicht du, der das sagt. Hübscher Kuh nicht. Erstens sack ich die gesamte Beute ein. Zweitens schaffe ich mir die einzigen Zeugen des Geschäfts vom Hals. Ah, Reichtum und Sicherheit. Was hältst du von meinem Plan? Ich kann das nicht glauben. Pascal, das ist doch nicht wahr. Und das war der Grund, darum hast du mir zur Flucht verholfen? Darum? Nein, das ist nicht vorstellbar. Man kann nicht ein derartiger Mistkerl sein. Aber ja, man kann. Der Beweis. Aber ich bin... Ich war dein Freund. Eben. Wozu hat man Freunde, wenn sie einem zu nichts nützen? Nein, du bist nicht fähig, das zu tun. Du müsstest ja ein ausgemachtes Dreckstück sein, der Letzte aller Schurken. Der Letzte. Der Letzte. Du bist vielleicht ein Optimist. Es werden nach mir noch mehr kommen. Die Gattung stirbt nicht aus. Sylvie weiß, dass ich hier bin. Sylvie. Sie ist oben. Sie wartet. Gelegenheit, ein Ausscheidungskampf im geschlossenen Ring. Übrigens ist das der kitzlige Punkt an dem ganzen Plan. Ich kann sie nicht einzeln aus dem Weg räumen. Das muss gleichzeitig passieren, wegen... Sprich deinen Satz ruhig zu Ende. Ich habe keine Angst vor Worten. Du meinst, alle beide müssen zur gleichen Stunde sterben, nicht wahr? Wegen der Autopsie. Wegen der Autopsie. Wir sind zwei schöne Schurken. Was, Christoph? Ja, mein Liebling. Bin ich dir auch nicht so widerlich? Nein, im Gegenteil. Ich finde dich sehr verführerisch. Und da ich Pascal erst heute Abend wiedersehe, habe ich den ganzen Nachmittag Zeit, um es dir zu beweisen. Da drüben ist die Dusche. Ich habe dir eine Zahnbürste mitgebracht und einen Elektrorasierer. Hier ist die Küche. Ich gehe nachher runter und hole im Supermarkt was zu futtern. Tja, Mark, es ist hier ein bisschen wie in einem Zeltlager. Ach. Aber ja nur für eine einzige Nacht. Krieg ist eben Krieg. Vor allem, wenn man gerade eine Schlacht gewonnen hat. Ja, ja. Morgen früh gehen wir zu Christoph. Du nimmst deine Moneten an dich und wir schieben dich über die Grenze. Ist das nicht zu riskant? Ich meine, mein Steckbrief hängt doch sicher überall aus. Ich weiß einen Schmuggler, der ein Hintertürchen in der Gegend von Mühlhausen kennt. Nachtflug per Helikopter. Es ist teuer, aber zuverlässig. Und der besorgt dir auch falsche Papiere. Und Sylvie? Sylvie geht mit dir. Ja? Aber komm nicht auf die Idee, dass du sie heute noch sehen willst. Auch nicht anrufen.
Die Bullen überwachen sie garantiert. Ist das Versteck hier sicher? Es ist die Wohnung einer Freundin meiner Schwester, die 3 Wochen verreist ist. Sie hat ihren Schlüssel dagelassen, damit ihre Grünpflanzen begossen werden. Ach ja. Komme mich, damit ich auch überzeugt bin. In der Hinsicht hast du nicht gelogen, Christoph. Ich liebe dich auch. Möglich? Wieso möglich? Sowas kann des Öfteren auch nur eine Einbahnstraße sein. Was meinst du damit? Ziemlich schmeichelhaft, wenn du mich so unsicher ansiehst. Ich meine, ich hänge an dir, aber ich werde dich hemmungsloser lieben, wenn diese Geschichte erst vorbei ist. Hast du kein Vertrauen? Gegen Vertrauen bin ich allergisch. Als ich mich das letzte Mal darauf verlassen habe, war ich 6 Jahre alt. Es war der 24. Dezember. Ich war heimlich aufgestanden und habe meine Mutter gesehen, wie sie das Spielzeug unter den Weihnachtsbaum gelegt hat. Schönen Dank. Trotzdem. Also kann sich deiner Ansicht nach ein Mann nicht auf eine Frau verlassen, die aus Liebe zu ihm bereit ist, bis zum Mord zu gehen. Hm? Ein Mann, der 9 Millionen einstreicht. Warum musst du beleidigend werden? Zu Anfang, als ich mich in dich verliebte, hast du nur Schulden gehabt. Ich weiß. Das ändert nichts daran, dass ich jetzt 46 Jahre alt bin, dass ich aus dem Knast einen Kerl rausholen werde, der 28 Jahre ist und der dein Liebhaber war. Christoph, habe ich dir nicht genug bewiesen, dass ich zu allem entschlossen bin, um mein Leben mit dir zu verbringen? Mark ist mein Liebhaber gewesen, stimmt, andere waren es vorher auch. Aber ich habe die ganze Zeit nur auf dich gewartet. Er ist 28 Jahre, ja. Du bist 46 und ich? Ich bin beinahe 37. Meine Zukunft bist du. Ich hab's jedenfalls geglaubt. Ich dachte, daran gibt's nichts mehr zu zweifeln. Ich geb dir alles und du... Du hast Bedenken. Du... Halt mich fest, Christoph. Warum bist du so streitsüchtig? Weil das Leben mies ist. Kleines Mädchen, und weil man genauso mies sein muss, damit man nicht an die Wand gedrückt wird. Aber sei nicht traurig. Es wird schon alles gut gehen. Wenn die Gefahr vorbei ist, bin ich auch ein anderer Mensch. Wenn es so gefährlich ist, warum fliehen wir denn nicht mit dem Geld? Das wäre das Gefährlichste. Wenn Pascal sieht, dass er aufs Kreuz gelegt wurde, alarmiert er Mark und sie würden mich beide anzeigen. Ich will nicht den Rest meines Lebens mit einem internationalen Haftbefehl verbringen, der in allen Zügen aushängt. Ein Milliardär auf der Flucht ist kein echter Milliardär. Zusätzlich zu dem Monetenpaket will ich die Straffreiheit. Bist du sicher, dass Pascal keinen Verdacht schöpft? Ich habe die Spur gründlich verwischt. Es müsste ihm schwerfallen, sie bis zu mir zurückzuverfolgen. Schließlich ist die Idee, Mark bei seiner Überführung rauszuholen von ihm. Er kann nicht ahnen, dass ich der eigentliche Drahtzieher bin. Der wird auch nicht seine 300 Monate braver und treuer Dienste. Nein, es ist der Vorname einer Frau, ein altmodisches Chanson. Eine Landschaft in Italien oder ein Sonntag am Meer? Ja. Der Ärger ist nur, dass man diese Wahrheit erst erkennt, wenn man über 75 ist. Und nach 75 Jahren kannst du Italien, die Frauen, die Sonntage nicht mehr mit dem gleichen Appetit genießen. Pascal, mir ist unbehaglich zumute bei guten Gefühlen. Ich habe nicht gelernt, Danke zu sagen in meinem verdammten Leben. Wahrscheinlich, weil ich nicht oft Gelegenheit dazu hatte. Dann sage nichts. Genieße einfach. Es ist zu früh zum Genießen. Ich stehe noch unter Schock. Später, da werde ich genießen. Ich habe den Eindruck, dass ich Wochen brauchen werde, bis ich es wieder für normal halte, eine Tür zu öffnen oder mich aus einem richtigen Fenster rauszulehnen. Und es ist so wunderbar, dass ich Sylvie wieder habe. Da drüben ist mir klar geworden, was sie für mich bedeutet. Ich sag dir etwas. Im Vertrauen nicht. Ich habe geglaubt, die Hölle im Knast wird mir vor allem unterhalb der Gürtellinie brennen. Aber nein, wenn ich an Sylvie dachte, dann fehlte mir am meisten. Und danach war ich ganz verrückt vor Sehnsucht, dass ich ihre Hand in meiner hielt. Nur ihre Hand, komisch, was? Nein, ich verstehe. Sylvie ist ein gutes Mädchen, weißt du? Ja. Als ich in den Knast gesteckt wurde, habe ich gedacht, ich hätte sie verloren. Es war verkehrt von dir, dich zu grämen. Ja. Ich weiß, was ich euch verdanke. Dir und Chris. Dir vor allem.
Das gibt's nicht oft, dass man einen Freund hat, einen echten, der einem die Stange hält, was auch passiert. Ich werde es mir hinter die Ohren schreiben, Pascal, bis ans Ende meiner Tage. Er kommt in 10 Minuten nach. Es ist klüger, wenn man uns nicht zusammensieht. Das passt mir nicht, dass er zu spät dran ist. Ich habe dafür Zeit. Er wird schon nicht zu spät dran sein. Hoffentlich. Na siehst du, Christoph. Es hat geklappt. Ja, ja. Wir brauchen uns nur als Motorradfahrer der Journalisten.